Ein zentrales Element eines erfolgreichen Shopfloor-Management sind Standards. Aber ganz oft werden Standards im Unternehmen als Teufelszeug verdammt. Da gibt es dann Aussagen wie, bei uns ist alles anders. Wir haben Projekte und keine Prozesse. Alles ist individuell und lässt sich nicht standardisieren. Das sind natürlich Glaubenssätze, die oft oder ganz oft auf Missverständnissen beruhen. Und mit diesen Missverständnissen möchte ich in diesem Video aufräumen und Ihnen zeigen, wie hilfreich Standards sind und wie einfach Standards erstellt und eingehalten werden können. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Zunächst einmal klären wir, was ein Standard überhaupt ist und anschließend, was ein Standard mit dem Shopfloor-Management zu tun hat. Im Duden findet sich folgende Definition. Ein Standard ist etwas, was als mustergültig, modellhaft angesehen wird und wonach sich anderes richtet. Richtschnur, Maßstab, Norm. Danach bietet ein Maß, also ein Standard, also Orientierung und ist ein Vergleichsmaßstab. Bei der IHK Koblenz habe ich folgende Definition gefunden. Ein Standard ist eine vergleichsweise einheitliche oder vereinheitlichte, von bestimmten Kreisen anerkannte und meist auch angewandte oder zumindest angestrebte Art und Weise, etwas herzustellen oder durchzuführen, die sich gegenüber anderen Arten und Weisen durchgesetzt hat. Dieser Standard findet sich übrigens auch bei Wikipedia. Ich weiß jetzt nicht, ob die Wikipedia das von der IHK Koblenz übernommen hat oder umgekehrt. Auf jeden Fall sind diese beiden Definitionen identisch. Nach dieser Definition ist ein Standard also eine im Vergleich zu anderen Möglichkeiten bewährte Vorgehensweise, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und diese Vorgehensweise ist also besser als anders vorzugehen. Und die Definition eines Standards, die ich im Lean-Management kennengelernt habe, ist die folgende und die hat mir ganz besonders gut gefallen. Ein Standard ist die derzeit beste bekannte Vorgehensweise für eine gelingsichere Ausführung. Diese Definition gefällt mir deswegen so gut, weil sie die Türe für Verbesserungen durch die Mitarbeiter offen lässt und nicht den Anspruch erhebt, absolut und unfehlbar zu sein. Ausgedrückt wird es durch das Wort derzeit. Es kann also in Zukunft bessere Vorgehensweisen geben. Wir haben sie vielleicht noch nicht entdeckt. Und das Wort gelingsicher drückt aus, dass das Ergebnis, wenn man sich an die Vorgehensweise hält, einwandfrei, also ohne Fehler ist. Es kommt also als erstes darauf an, wirklich fehlerfrei zu arbeiten und danach tatsächlich erst schneller oder wie auch immer. Also die Fehlerfreiheit ist quasi die Effektivität Ihres Prozesses und die Geschwindigkeit, wie Sie sowas tun können, wenn das Ziel Fehlerfreiheit erreicht ist, wäre dann die Effizienz. Das Wort bekannt aus dieser Definition ist weit auszulegen. Also ich würde mal sagen, der Menschheit bekannt, nicht dem einzelnen Individuum. Und es spornt also an, zu forschen, ob es bereits bessere bekannte Vorgehensweise gibt, als es mir oder den Kollegen, Mitarbeitern in dem Unternehmen jeweils bekannt ist. Ein Beispiel, es ist der Menschheit bekannt, wie man mit einer Rakete zum Mond fliegt. Ich wüsste jetzt nicht, wie es geht. Was ist die Konsequenz, wenn ich einen solchen Standard wirklich ernst nehme? Dann kann ich als Führungskraft eben nicht dulden, dass ein Mitarbeiter sich nicht an die derzeit beste bekannte Vorgehensweise hält. Und ist der Standard hingegen fehlerhaft, weil er eben nicht gelingsicher ist oder es eine bessere Vorgehensweise gibt, dann ist der Standard anzupassen. Und wiederum von allen als neue Vorgehensweise anzuwenden. Also zuerst durch den Standard die Fehlerfreiheit, die Gelingssicherheit auf jeden Fall sicherstellen und danach arbeiten wir dran, wie das Ganze am leichtesten und am schnellsten funktioniert. Sie rollen also mühevoll den Stein der Effizienz ein Stückchen den Berg hoch und der Standard ist dabei der Keil unter dem Stein, der verhindert, dass der Stein wieder zurückrollt. Es sind auch aber schöne Beispiele für Standards. Ein Foto eines Tellers mit dem jeweiligen Gericht, wie das aussehen soll in der Gastronomie, ist ein ganz klarer Standard. Also in jeder besseren Küche gibt es eben Bilder, wie eben der entsprechende Teller auszusehen hat, bevor er rausgeht zum Kunden. Oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie der Wareneingang korrekt zu verbuchen ist. Auch das ist ein Standard und wenn man sich daran hält, dass man das eben so und so und so macht, dann ist eben danach wirklich gelingsicher der Wareneingang in der Warenwirtschaft verbucht. Eine Bauanleitung für ein Modellflugzeug ist ein Standard. Es ist auch die Vorgehensweise beschrieben, wie man eben so etwas macht, damit zum Schluss ein schönes Modell eben entstanden ist. Oder eine Zeitvorgabe für das Stanzen von Metallteilen ist auch ein Standard. Der Check durch einen Kollegen, ob die Sicherheitsgurte für Arbeiten in der Höhe korrekt angelegt sind, bevor man aufs Dach steigt oder bevor man einen Mast klettert, auch das sind Standards.
klinische Behandlungspfade bei Krankheiten. Also wenn man zum Beispiel nicht jetzt die 0815 Erkältung nur hat, sondern eben vielleicht irgendwas schwerwiegenderes oder nicht so häufig vorkommende Krankheit, gibt es dafür klinische Behandlungspfade, wo eben genau aufgeschrieben ist, wie man vorgeht, damit man als Arzt die richtigen Diagnosen und vor allem die richtigen Therapien auswählen kann. Und meine Bitte jetzt an Sie, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie keines meiner Videos zum Lean- oder Prozessmanagement verpassen, auch das ist ein Standard, das sage ich nämlich in jedem Video. Diese Beispiele zeigen, dass Standards sowohl Anweisungen zur Vorgehensweise als auch Sollvorgaben zum Ergebnis sein können. Und viele meiner Beispiele sollten unmittelbar einleuchtend sein und zeigen, wie hilfreich Standards wirklich sind. Und trotz der eindeutigen Sinnhaftigkeit von Standards werden Standards im Büroumfeld, gerade im Büroumfeld, wirklich abgelehnt. Ich kann doch nicht jeden Mist im Klein-Klein beschreiben. Das muss man doch als Mitarbeiter wissen. Man muss auch mal mitdenken. Das kann man doch wohl mal verlangen, oder? Eine winzige Schraube im Bremssystem Ihres Autos, wenn die fehlt, kann es zu einem schweren Unfall und im schlimmsten Fall zu Ihrem Tod führen. Eine winzige Schraube. So viel zum Thema Klein-Klein. Und deswegen ist alles, aber wirklich auch alles im Automobilbereich spezifiziert und standardisiert. Aber natürlich fängt man eben nicht im Klein-Klein an, sondern eben mit dem großen Überblick. Und hier ist auch wieder dann die Brücke zum Thema Prozessmanagement. Ein beschriebener Prozess, und sei es auf einer Prozesslandkarte, wie er zusammenhängt mit anderen Tätigkeiten, auch das ist bereits das Setzen eines Standards. Und so kann man sich dann entsprechend durcharbeiten. Und wenn Ihr Anspruch ist, dass Ihre Mitarbeiter am Abend gesund nach Hause kommen, also null Arbeitsunfälle das Ziel sind, dann ist der erste Schritt, einen Überblick zu verschaffen. Also an einer Informationstafel für die Mitarbeiter grafisch darstellen, wann es zu Arbeitsunfällen kam, vielleicht auch dazu schreiben, was sind Maßnahmen, das abzustellen, damit wir eben wirklich die Leute wieder gesund nach Hause kommen. Im einfachsten Fall ist das ein normaler Kalender. Und gab es einen Arbeitsunfall mit einer Arbeitsunfähigkeit danach, dann markieren Sie diesen Tag einfach mit einem Stift rot an. Und gab es den Arbeitsunfall zum Beispiel ohne Arbeitsunfähigkeit, weil es eine kleinere Schnittverletzung war oder ein einfaches Pflaster einfach genügt hat, dann war das eben halt ein gelber Eintrag in diesem Kalender. Und gab es wirklich nichts, dass also alle gesund und munter wieder waren, dass es keine kleinen Unfälle auch gab, also gar nichts wirklich, dann ist der Tag wirklich grün. Und das an jedem Tag zu überwachen und morgens bei Arbeitsbeginn aktuell eben an der Infotafel zu haben, für die Mitarbeiter das auch zu sehen, das ist eben auch ein Standard, ein absoluter Klassiker im Shopfloor-Management. Im Grundprinzip im Shopfloor-Management ist also wirklich das Führen vor Ort, also direkt am Ort des Geschehens. Und gibt es ein Problem mit einem Prozess oder einer Tätigkeit, sollte man eben genau hinterfragen, wie es zu dem Problem tatsächlich dann kam. Und entweder wurde sich eben nicht an den Standard gehalten, das ist relativ häufig der Fall, dann bedarf es eben weiterer Schulung oder Übung und das ist der häufigere Fall. Vielleicht gibt es auch gar keinen Standard, an den sich der Mitarbeiter hätte halten können. Dann muss man eben einen solchen Standard wirklich entwickeln. Dann ist die Vorgehensweise mittels eines A3-Lösungsblatts, diesen Fehler abzustellen, danach einen Standard zu erarbeiten, der eine gelingsichere Ausführung garantiert. Zum Thema A3-Problemlösungsblatt mache ich auch noch Videos dazu, gehört mit in das große Thema Shopfloor-Tafel mit rein, Shopfloor-Board und Lean-Management. Dazu machen wir noch ein eigenes Video. Also abonnieren Sie den Kanal, dann verpassen Sie diese Videos nicht. So werden also die Standards wirklich nach und nach erarbeitet und im Betrieb auch wirklich implementiert. Und falls Sie sich noch mal kurz erinnern an die Definition des Standards am Anfang von diesem Video. Die derzeit beste bekannte Vorgehensweise für eine gelingsichere Ausführung. Durch die beiden Worte beste bekannte wird also wirklich gefordert, dass der Mitarbeiter, der einen Standard erstellen soll, sich mit seinen Kollegen, die ebenfalls diese Tätigkeit ausführen, abstimmt und jeder sein Erfahrungswissen da wirklich mit einbringt. Die Erarbeitung eines Standards ist also Teamwork und eine Gemeinschaftsaufgabe und nicht die Strafarbeit des armen Kerls, der mit einem Problem zum Chef kam, ja, und jetzt macht er einen Standard. Also den Boden bitte nicht schlagen, sondern gemeinsam schauen, dass man eben dieses Thema, diesen Fehler einfach abstellen kann, das Problem wirklich an der Wurzel lösen kann. Und das Ziel, das man mit Standards und Shopfloor-Management wirklich erreichen will, ist die endgültige Beseitigung von Problemen. Also nicht nur Symptombekämpfung und Feuerlöschen, sondern sich tatsächlich darüber Gedanken machen, wie kann ich denn dieses Problem an der Wurzel wirklich abstellen. Vergessen Sie das wirklich niemals, darum geht's. Was ist jetzt Ihre Meinung zu Standards? Ist das hilfreich oder ist das bürokratischer Unsinn?
Schreiben Sie mir doch mal Ihre Meinung gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich auf die Diskussion darüber, denn Standards sind wirklich so ein Thema, so ein Reizthema, da kann man wirklich dafür oder wirklich dagegen sein. Wie ist es in Ihrem Betrieb so gelöst? Wie ist da die Meinung dazu? Und im nächsten Video zu unserer Reihe zum Shopfloor-Management geht es um die Visualisierung und warum ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.